Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen weiter oben aufgetan. Wir verdichten jetzt das Siedlung. Und am Schluss werden wir gleich um die Tiere wollen. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz hier rüberfahren. Nur ein bisschen. Eine Möglichkeit, bleibt alles für schöne Mitte. Weil die Ränder vertraut nicht ganz. Also. Da wir ja nicht so viel haben, wird das gut dahin kommen. So. Ich mal ganz kurz anschalten hier, wie viel Prozent wir haben. Jo, 10,4. So, fahren wir wieder rückwärts. So, kann ich jetzt nicht sehen, was da jetzt Dichtung da ist. Dann verteilen wir nicht unbedingt, ne? Aber sieht besser aus, wenn ich mal so glatt ist. Ich soll das Ding nicht hoch ausschalten. Soll umgeteilt sein. Vor allem hoch machen. Dann gleich wieder auf den nächsten ausschalten und den nächsten. Jetzt fahren wir ein bisschen zurück. Wieso kann ich jetzt nicht sehen, ob man jetzt Prozent der schon hat? Ach, wegen der Karte, das kann sein. Jetzt kann man es sehen. Mit der Mini-Karte ist dann so entsprechend nicht zu sehen. Ne? Okay, dann können wir jetzt noch 3% verdichten. Die schaffen wir noch, ne? Und dann geht es darum, die Schweine Futter zu geben, den Kühen Futter zu geben. Den. Ja. Mehr haben wir ja nicht. Aber immerhin, ne? Und dann vor allem Kontrolle machen, den Ferkel überfahren. Wir müssen nur sehen, ob wir die Schweine vom Einstall zum Miststall bringen. Prozent, na komm mal, 2 noch. 2 kleine Prozente. Entschuldigung. Ja, ist wieder Freitag. Ich nehme wieder auf. Mal sehen, ob ich heute die 14 Folgen Stück schaffe. Wenn nicht anders, mache ich morgen weiter. Oh, wir haben fertig. Kurz aufsteigen und. Jetzt können wir. Im Grunde haben wir fast alles drin. Da ist noch ein Rest. Aber das können wir vernachlässigen. Ne? Das können wir ja. Beim nächsten Mal hier ist auch alles gedeckt. Oh, gut. Bestens. Nehmen wir gleich mal unseren gelben Anhänger mit für die Dinger. Mal immer noch Krach. Und mal sehen, vielleicht mal verkaufen. Nehmen gleich diesen Anhänger mit für Rinderfutter. Unser Mischfutter. So. Mal ganz kurz am Ton drehen. Und zwar so, dass die Maschinen etwas leiser sind. Dann mache ich es hier ein bisschen lauter bei OBS. Dann soll das passen. Ups. Ja, ich schaue nach links zum Lautstärkeregler. Sollte eigentlich normalerweise hinten. So, Mikrofon dicht daran. Wenn ich gut zu verstehen bin. So, geht mit Gaspedal. Ne? Dann macht die Richtung. So, wir haben es auch noch kriegen. 10:30. Nein, mal gucken, mit Tiere machen. Ne? Das war schon letzten Mal schon im roten Bereich, da sollten wir handeln. Ne? Besonders bei den Schweinen. Da
braucht man aus diesem winzigen Gras, der Winter. Oder später Herbst, Entschuldigung. Winter schon woanders, hier ist noch später Herbst. Wir können dann noch auf Feld Nummer 36, ich glaube, Gerste aussehen. Das, wenn wir noch in Betracht ziehen, auf die Maisfelder werden wir im Frühjahr was aussehen. Entweder so wie Bohnen oder Mais oder beides, je nachdem, ein Feld ist ein oder andere. So, dann entscheiden wir im Frühjahr, ist lange hin, da kann noch viel passieren, ne? So, dann bequem machen, dich da ranholen. Ja, wir fahren zurück. Und dann können wir sehen, in der Position noch ein bisschen Holz machen oder so. Ja, mal schauen. Was denn wichtig ist, ne? Wir werden als erstes die Schweine versorgen und uns vor allen Dingen die einen Schweine umstallen. Ne? Mal sehen, ob da gleich der. Ach, hier unsere Düngermittelproduktion. Ne? Muss ja auch noch gemacht werden, ja. Da ist so vieles zu machen. Da können wir gleich mal schauen, dass wir da entsprechend Natur machen. Ne? Den fahren wir jetzt am Muschelweg. Erstmal runter und. Ja, voll machen nicht. Jetzt ist es auch schon mehr Aufgibt als. Soll. So, dann machen wir gleich einmal Gülle zuerst und dann, Mist. Und dann werden wir näher uns kümmern um die. Den LKW kann man gut brauchen für die Schweine. So, dann fahren wir die Gäre zu holen. Die Gülle werden wir natürlich zu BGH verkaufen oder selber für ja beides. Kann man auch direkt zum Dünger machen hier, aber wir nehmen die Gärreste und die werden wir sonst ja los werden wir die auch im Feld dann auch. So ist das nicht. Aber wir holen mal Gärreste ganz schnell. Flott. Passt Ton, ich hoffe. Da ist der Viehtransporter. Zahle Deichsel, wenn wir die Deichsel abnehmen und dann werden wir ohne Deichsel fahren, also mit LKW. Das fährt sich besser rückwärts. Zahle Temperaturen. Ja, der wollte nicht. Komischerweise. Warum weiß ich nicht? Ja, da ist er. Gut. Tief. Aber das lässt sich nicht ändern, ne? Ist halt so. Ne? Gärreste. Die andere BG hat auch noch Gärreste und da kann man auch noch was machen. Der hat genug alle. So, Zeit haben wir noch. Vergessen wir die Zeit ganz schnell. Rumscht. Gäreste Richtung. Jo, Dünger. Und dann holen wir gleich den Anhänger Mist. Ja, man kann das so machen. Ist im Grunde egal, wie man fährt. Viele Wege führen nach oben und der führt dann zum Hof. Also ich möchte mal allen Zuschauern danken fürs Reinschalten, auch fürs Abonnieren und mal hier wieder mal kommentieren. Also das ist super, dass der eine oder andere mal auf was macht. Muss nicht, aber ist trotzdem schön. Ne? Auf der einen Art ist es so, dass ich im Prinzip dadurch weniger Stress habe, weil ich dann nicht antworten muss oder möchte. Aber wie gesagt, das ist so, 1, 2 oder 3 oder 4 ist immer locker machbar. Ne? Also, gut, bei 10.000 wird schwierig. Träumen wir nicht. Aber bei 2 oder 3 pro Folge ist es dann doch nicht heutzutage. Ne? So.
Dünger immerhin so viel. 20.000, ne? Das könnte eine kleine Goldgrube werden, ne? Für unsere Brauerei. Beziehungsweise für die Vorstufe. Wir brauchen ein bisschen Geld fürs Weitgefahren, ne? Wir brauchen ein bisschen Geld für, ja, dass wir es kaufen können, ne? Haben wir Silage oder die ist für eine Spotter gedacht? Tag Kuh. Geht's euch gut? Ich hoffe, aber vielleicht wir an Mist haben. Dann lohnt sich richtig. Können wir gleich mal den Kühen Wasser geben, ne? Scheiße, was? Ist da alles weit drin oder was? Hat sich gehoben, glaube ich. So ein Mist. Achso, kaputt. Und der ist Motor starten. Da geht's noch rein. Wie schön, ne? Alles für unseren Dünger. Das gute Zeug können wir verkaufen. So, Wasser. Können wir gleich mal gucken, ob unser bei den Schweinen sauber machen können. Da hängt er bereit. Den machen wir hier mal gleich mal sauber und dann werden wir gleich den Hänger wegfahren und dann entsprechend. Entschuldigung. Und reinkippen, ne? Wir Erträge nicht aktiviert. Ja, muss ich diesmal machen. Denkt man nicht dran. Also ich habe jetzt mal geguckt wegen Kurspray, ne? Und zwar habe ich irgendwo gesehen, wo man einstellen kann. Ja. Gut, hier vielleicht nicht, aber woanders. Und zwar ist es so, dass es jetzt von vornherein auf 0 eingestellt ist. Man muss es praktisch wieder aktivieren. Wenn man so ist, keine Ahnung. Ist halt so, ne? Wir müssen nur rausfinden, wo es geht. Ich bin ganz kurz mal reingefahren im Forum. Ich habe auch ein Foto gesehen. Aber können wir gleich noch ein bisschen putzen. Weil das geht nur. Also wir haben immer putzen normalerweise, aber ich muss es auch gleich wieder bei den Tieren geben, weil denn wenn ich das nicht mache, unten her kann ich nicht ab, so schaufel voll. Und so kann ich das dann gleich mal, so dann mal abkippen, aber erst vorne. Gleich wieder füttern. So, gleich Futter geben und Wasser. Haben wir heute Nebel oder was ist hier los hier? So, jetzt haben wir Wasser. Und jetzt holen wir den LKW und dann werden wir gleich mal an die Ferkel hier rüberfahren. Dann machen wir wieder aus. Gleich sofort zum LKW. Jetzt läuft die Produktion erstmal wieder, ne? Dann können wir gleich den anderen die Ferkel holen und übersteuern. Müssten wir heute noch aussehen. Ich gehe mal auf 1.
weil das möchte man ein bisschen noch schaffen heute. Also die Aussaat mit erste. Also möglichst Frühling und Frühling näher auf die Ernte durchziehen kann. Ne? So früh wie möglich. Und später nachher Soja und Co. Das kommt eben später. Aber geht durch, ne? Unsere Heutrocknung. So, um und leicht den Anhänger. Und der kann den Deichsel nicht fahren, das ist das natürlich schlecht. Ungünstig. Vorne auch nicht. Ne? Vor allem hier könnte es normalerweise, also zumindest jetzt rangieren. Ne? Mal gucken, was geht. Manchmal ist der Mal. Ne? Das machen wir ganz kurz. Das geht. Geht nur noch mal schön. Gut, Schauer, das soll es heute gewesen sein. Und jetzt noch mal einen Traktor, also machen wir gleich. Dann seid ihr nach Hüse gesinkt. Das war die erste Folge für heute. Weiter. Und Hüse, ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Vielleicht geht's weiter. Tschüss.